Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Soma. Oh Gott, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich muss vor dem komischen Zappelphilipp weglaufen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum, ja. Ich mache direkt diese Tür auf. Und ich sollte mir vielleicht tatsächlich merken, wie lange es dauert, bis diese Tür aufgeht. Denn ich vermute mal, ich muss auf der anderen Seite eine ähnliche Tür aufmachen. Das ist zumindest das, was aus der Karteninfo hervorgeht, meiner Meinung nach. So, also ich... Moment, bevor ich jetzt drücke, ich schaue nochmal ganz kurz, ob der Weg nach hinten frei ist. Hier habe ich ja alle Türen aufgemacht, ne? Genau, da habe ich alle Türen aufgemacht. Ich muss da durchrennen im Prinzip. Muss mal aufstehen. Ich muss da durchrennen, ja? Da muss ich irgendeine von diesen Türen zumachen, damit er hier erstmal gefangen ist. Dann muss ich durch diese Tür durch, um die Ecke, dort die Tür aufmachen und dann irgendwie, ja, dann, keine Ahnung, dann von da irgendwie weiter, aber da weiß ich halt nicht. Ich gucke jetzt erstmal. Komm, wir gucken jetzt erstmal. Wir machen mal auf. So, er muss mich sehen. Er muss mich hier sehen, wenn ich hier stehe. Gott, das sind noch mindestens 30 Sekunden oder so. Das sind mindestens 30 Sekunden, bis diese Tür aufgeht. Komm her, du Zappelphilipp. Hallo, du kleiner, blöder Idiot. Komm zu Papa. Nicht da rumstehen. Du sollst mich fangen. Hallo. Ja, sehr gut. Renn doch, nein, wieso hänge ich hier fest? Scheiße. Okay, das mit dem Türzumachen habe ich jetzt vercheckt. Das gebe ich gerne zu. Hier muss ich nach links. Ah, da ist die Tür. Shit. Mach schnell auf, komm. Oh nein. Mach doch auf. Boah. Er kommt. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Gott, da habe ich mich beim Umdrehen habe ich mich da festgehangen irgendwie. Scheiße. Jetzt kommt er. Ich höre ihn. Jetzt steht er vor der Tür. Glaube ich. Ja, jetzt steht er vor der Tür. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich muss mal, glaube ich, Krach machen ein bisschen. Er muss hier reinkommen. Dann kann ich nämlich hier rein. Also hier durch und dann hinten rum, wenn er hier drin ist. Jetzt kommt er hierher. Sauber. Jetzt hier durch. Jetzt. Scheiße. Ja! Ja! Gottes Willen. Schnell, mach auf! Oh. Geh hoch! Oh! Schnell rennen. Oh Gott. Scheiße. Oh, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich war jetzt echt. Also das sind Sachen, die treiben den Puls nach oben. Wenn ich das mal sagen darf. Oh.
Ach du Scheiße. Es hat gespeichert, Gott sei Dank. Was steht da? Geschlossen. Oh. Na klasse. Welches Tor darf sein? Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 4, Tor 5. Hinter einem von denen ist der Zonk. Oh shit. Heimatsu Mainframe. Oh nein, jetzt kommt dieser Typ, ey. Mach mal die Tür hinter mir lieber zu. Wo gehe ich denn zuerst rein? Bathroom? Infirmary? Oh nee, in der Infirmary liegen doch. Da sind doch bestimmt irgendwelche Typen, die dann wieder rumlaufen. Jetzt lass mich in Ruhe, du Spratzelfratzel. Ich gehe mal hier rein. Ach du Scheiße. Liegt einer. Can we do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the wild to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Oh je. Und da beginnt das Sterben, oder da, was heißt beginnt, da ist das Sterben in vollem Gange. Da liegt die Menschheit in den letzten Zügen. Eieiei, jetzt wird's, glaube ich, sehr bedrückend. Ich meine, ohnehin, dieses ganze Szenario ist eigentlich total bedrückend und ganz furchtbar eigentlich, weil ich meine, man muss sich das ja eigentlich nur mal vorstellen. Die Menschheit ist so oder so im Arsch, ja, egal wie man es dreht oder wendet, egal was mit mir passiert, egal was mit den Leuten passiert wäre, die hier sind, ob die jetzt in der Arche sind oder ob die noch hier sind, ob die hier rumlaufen als irgendwelche mutierten Wesen. Lass mich doch mal in Ruhe, du Spratzelfratzel, echt. Ach du Scheiße. Ah. Ah. Was denn? Ah! Das ist sehr, sehr unnatürlich, wie das aussieht. Um Gottes Willen, ey. Und ich kann da nichts machen, ne? Ich kann da gar nichts machen. Ich kann da nur zugucken. Ich will hier raus. Sorry. Lasst euch nicht von mir stören. Macht weiter. Ah. Johan Ross ist abgeschlossen. Ich gehe einfach jetzt hier so in der Reihenfolge der Türen gehe ich jetzt einfach vor. Es scheint hier irgendwie gar nichts drin zu sein, so richtig. Dann machen wir das zu. Also, ich sag's mal so, selbst wenn das mit der Arche so funktionieren würde, wie das so propagiert wird da von den ganzen Leuten und von der Catherine und so, selbst dann ist die Menschheit ja im Endeffekt im Arsch, weil ich meine, was soll dann... Ach, halt die Klappe, das entscheide ich, was hier ist und was nicht. Die Menschheit wird ja im Prinzip 1000 Jahre im Weltall rumsausen auf einer... In einer Welt, in der sie sich nicht weiterentwickeln kann. Hier komme ich her, das mache ich nur wieder zu. In einer Welt, in der sie sich nicht weiterentwickeln kann, in einer künstlichen Umgebung, ja. Also meiner Meinung nach ist das ein sehr trauriges Zukunftsszenario. Hier gehe ich mal noch nicht lang, das sieht hässlich aus. Ich gehe mal erst in den Dive Room. Ach jetzt, hör doch mal auf hier. Vielleicht doch erstmal in die Infirmary. Hier geht's hoch.
Hier ist zu. Okay. Go away, Wow. Not letting you or your stupid pets inside. Oh, da ist jemand drin. Alles klar. Ey, dieser Typ, der nervt, ne? Der nervt so wahnsinnig. Man kann keinen klaren Gedanken fassen, weil der immer dazwischen quatscht. Jedes Mal quatscht der rein, ey. Das ist so nervig. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in Dive Room. Ah, okay. Dive Room ist nicht, oder? Ah, doch. Ja, da ist doch bestimmt wieder was Hässliches. Komm, hör doch auf. Was haben wir hier? Was haben wir? Oh. Na toll. Kann uns ja überhaupt nichts mehr passieren hier. oh Gott. Nicht gut, oder? Das ist nicht so gut. Ich hol mir nasse Füße. Aha. Kann man hier. Ah, ich kann hier mein Omsi-Tool reinmachen. Keine Fracht erkannt. Oh, ich habe da hinter mir einen Schritt gehört oder sowas. Weiß nicht, gerade keine Ahnung. Moment, ich gehe vielleicht doch erstmal nochmal zurück. Das sieht hier irgendwie falsch aus. Irgendwas sagt mir, dass ich hier was falsch mache gerade. Oben war ja noch ein Raum. Da konnte ich ja noch nach links irgendwo gehen. Vielleicht sollte ich das erstmal machen, bevor ich jetzt hier weitermache. Hier bei Dis... War das nicht hier bei Dispatch irgendwo? Hier genau. Hier sollte ich vielleicht mal reingucken. Ein Zettel. The Post-Impact-Notizen. 12. Januar. Kleinere Strukturschäden. Funkverbindungen verloren. 17. Januar. Kommunikation wiederhergestellt. Omikron und der Rest von Peters 2 sind in Ordnung. 3. April. Funkverkehr im gesamten Standort zusammengebrochen. Luma-Sonde verliert immer mehr die Verbindung. Dringende Reparatur erforderlich. Bis der Link funktioniert, kann Tau die Aufzugsplattform nicht einholen. 11. April. Besuch von SSI Wojciech Dahl und Holland. Einführung eines Systems, zweiwöchentlicher Kontrollen bis zur 100%igen Wiederherstellung der Kommunikation. 13. September, Evakuierung von Tau angeordnet. Wir brechen alle nach Omikron auf. 15. September, wir sind von Monstern umgeben und ohne Funk. Wir sind im Arsch. Okay, das ist aber schon ein ganz schön krasser Sprung. Erstmal so datumsmäßig, vom 11. April bis zum 13. September. Und auch so vom 13. September bis zum 15. September einfach mal, was da so passiert. Erst wird die Evakuierung angeordnet und dann im nächsten, also 2 Tage später sind sie von Monstern umgeben ohne Funk. Irgendwie sehr krass, wie schnell das dann doch gegangen sein muss. Ha! Scheiße! Oh, dieses Arschkind, wirklich. Ach, Mann. Leck mich doch. Kannst mich am Arsch lecken. Ich ignoriere den jetzt einfach. Ich kann jetzt hier Leute anrufen, oder was? Ich kann jemanden anrufen. Ich habe einen Telefonjoker. Welchen Telefonjoker nehme ich denn? Da, wo ich herkomme, vielleicht einfach mal anrufen. Komm. Oh, dieses Geknatter geht mir so auf den Keks. Eingehend, Vieh. Ziolkowski. Ja, okay. Türverriegelungen. Ah, hier kann ich Türen entriegeln. Okay. Da brauche ich einen Code. Viehstatus. Oh, was sind das für Geräusche schon wieder?
Frage ist jetzt, woher kriege ich den Code? Stand hier noch irgendwas drauf? Auf der Rückseite vielleicht? Nee. Hm. Wartet mal. Türverriegelungen. Ah, das kann ich entriegeln, ohne dass ich einen Code brauche. Na gut, was ist denn das jetzt eigentlich? Moment. Hier bin ich gerade drin, das heißt, da gegenüber. Die Krankenstation ist das, ne? Boah, ist dieses Geräusch jetzt permanent? Wie nervig ist das denn bitte? Das kann doch nicht sein jetzt. Alter, da wäre ich ja bekloppt im Kopf, wenn dieses blöde Geknatter... Oh. Die lebt noch. Nice suit. Used to have one just like it. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left to Pathos 2. And, I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? Oh yeah. I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Da ist ja die Arche. You could kill me. Good one. Also Leute, Moment mal, hier stimmt irgendwas mit dem Sound gerade nicht. Okay, also hier stimmt irgendwas mit diesem Sound nicht. Das kann nicht richtig sein, dass das permanent dieses komische Geräusch da ist, ja? Ja, jetzt warten Sie mal ab, gnädigste hier, ja? Ich muss jetzt mal mit meinen Zuschauern gerade was bequatschen. Also, ich muss jetzt hier mich mal in die Ecke hocken, das Spiel neu starten irgendwie und mal gucken, ob das Geräusch dann weg ist, weil das nervt einfach nur, das geht gar nicht so. Okay, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge so mal. Bis zur nächsten Folge, ciao, ciao!